erneut weiß Julia Rettler. 15 zu 14. Mit dem Cross nach diesem längeren Spielzug zum 16 zu 14 für Schwerin. Und damit technische Auszeit. Technische Auszeit beendet ist, geht hier die Welle durch die Schweriner Arena. 16 zu 14 für den Schweriner SC im zweiten Satz. Angabe Charlie Jahn. 16 zu 14. Und er bleibt im Block hängen, 17 zu 14 für Schwerin. Und auch der punktet. 18 zu 14 für den Schweriner SC und Auszeit genommen vom VfB Suhl. Die Auszeit vorbei. Jahns immer noch bei der Angabe. 18 zu 14 für den Schweriner Sportclub gegen den VfB 91 Suhl. Und auch hier zweimal der Schweriner Block, aber diesmal geht er ins Außen nach dem Ball von Lehmann. 18 zu 15. Dominik Steffen nun bei der Angabe für Suhl. Das war überlegt gehoben von Julia Retzlaff. 19 zu 15. Maja Pachale bei der Angabe. Der ist deutlich zu weit. 19 zu 16. Lehmann geht nun zur Angabe. Versucht.
am Block vorbeigeschlagen zum 19 zu 17. Der Ball geht ans Gestänge. 19 zu 18. Auszeit genommen von Schwerin. Der Auszeit geht es jetzt weiter mit Lehmann bei der Angabe für Suhl. Und der Ball durch den Mittelblock geschlagen. Bringt den Ausgleich für die Gäste. Das war hervorragend reagiert von Anke. 20 zu 19 für Schwerin. Retzlaff bei der Angabe 20 zu 19 für den Schweriner SC. Der Ball geht erst ins Netz und dann ist aus. Kaspersky war es natürlich. 20 zu 20. zu 21. Ball konnte die Schwerinerin nicht mehr abwehren. Adam Ilic bei der Angabe und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Das war die 2000.